Ja, hallo allerseits. In diesem Video geht es um das Thema Hysterese und wie kann ich das messen an einem IC zum Beispiel. Um überhaupt in das Thema mal kurz einzusteigen, habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht. Straßenlampe, Straßenlaterne kennt jeder. Wenn es Nacht wird, gehen die also irgendwann an und am Tag sind sie natürlich aus. Das Interessante oder das Wichtige dabei ist aber, dass die Schaltschwellen, wann ein- und ausgeschaltet wird, nicht gleich sind. Das heißt also, wenn der Tag jetzt hier zur Neige geht, muss eine bestimmte Schaltschwelle hier unterschritten werden, damit die Lampe hier einschaltet. Und genauso, wenn es jetzt wieder morgens wird, muss hier eine bestimmte Schaltschwelle sozusagen überschritten werden, damit die Lampe hier wieder ausschaltet. Das ist ganz wichtig, wenn es nicht wäre, also wenn die Schaltschwellen für Tag und Nacht oder praktisch gleich sind, dann würde die Lampe in einer mittleren Helligkeit anfangen zu flackern und das will man ja nicht. Und deswegen braucht man diese unterschiedlichen Schaltschwellen. Ich habe hier nochmal unabhängig davon mal das anders aufgezeichnet, das sieht man auch sehr oft. Ich habe es hier meinetwegen dunkel, da drüben ist hell und je nachdem, wenn ich jetzt hier was einschalten will, muss eine bestimmte Schwelle hier überschritten werden von der Helligkeit, damit ich hier was einschalte. Und wenn es hell ist und ich will es wieder ausschalten lassen, dann muss hier eben bestimmte Schwelle auch wiederum überschritten werden, damit hier, wenn es dunkler wird, dann auch wieder ausgeschaltet wird. Hysterese nennt man das, Schalthysterese. Das ist enorm wichtig, weil es da sehr viele Anwendungen für gibt. Zum Beispiel in Erregungstechnik, Zweipunktregler. Wenn das sowas nicht gäbe, könnte ein Zweipunktregler gar nicht funktionieren. Man nennt sowas auch Schwellwertschalter. Schmidt-Träger ist auch eine Bezeichnung dafür für eine Schaltungstechnik, die man zum Beispiel mit einem Operationsverstärker aufbauen kann. Also man sieht hier im Prinzip, das Ein- und Ausschalten ist abhängig vom Pfad, woher ich komme. Also komme ich hier zum Beispiel aus der Dunkelheit oder komme ich aus der Helligkeit, je nachdem schaltet es an unterschiedlichen Stellen. Und die Idee ist jetzt einfach mal am Beispiel vom 4093 diese Schaltschwellen zu messen mit dem Oszilloskop. Ich habe dazu mal hier diese Schaltung aufgebaut, wie sie hier zu sehen ist. Ich erläutere die kurz, dann zeige ich hier die Schaltung und dann gucken wir uns mal die Oszilloskopbilder an, wie die aussehen. Ich habe hier zunächst eine Wechselspannung 9 Volt AC, weil ich hier mit dem gleichgerichteten Signal das NAND-Gatter mal speisen will, um zu gucken, wann schaltet er praktisch ein und aus. Dafür habe ich jetzt also diese Einweggleichrichtung hier benutzt, ohne Glättung natürlich. Spannungsteiler nochmal dahinter, damit die Spannung hier ein bisschen runtergedrückt wird, damit hier das praktikabel ist für das IC. Dann braucht das IC ja selber noch eine Spannungsversorgung, die habe ich hiermit realisiert mit dem LM317 Einweggleichrichtung. In dem Fall, damit die Grounds auch alle gleich sind. Glättungskondensator hier ungefähr LM317 so eingestellt, dass da 8 Volt rauskommen. Das heißt also, das IC wird mit 8 Volt gespeist. Auch der Eingang ist jetzt hier auf Plus, damit man natürlich sieht, was, wenn man hier was reingibt, was da rauskommt. Und das Ganze habe ich mit drei verschiedenen ICs aufgebaut, nämlich einmal von ST, einmal von Philips und einmal von SGS, um zu zeigen, dass es da Unterschiede gibt, obwohl ja es sich überall um das 4093 handelt. Die Schaltung, die sieht man hier, die ist etwas komplex. Man sieht also zum einen hier auf der linken Seite die ganze Spannungsversorgung, hier den AC-Teil, ist hier dran, Spannungsregler ist hier dran. Dann wird hier mit der grünen Leitung wird das Wechselsignal an die Eingänge der Gatter gelegt. Dann habe ich hier die drei verschiedenen ICs, wo dann auch drei verschiedene Kanäle dran sind vom Oszilloskop. Ich messe dann auch natürlich das Wechselsignal, das Eingangssignal hier mit diesem Tastkopf. Und ganz wichtig noch, damit es keine Schwingneigungen gibt oder das bei den CMOS ist es ja so, dass die, wenn die Eingänge offen sind, anfangen irgendwie zu schwingen und als Antenne fungieren. Deswegen sind hier mit den schwarzen Drähten alle Eingänge, die nicht benutzt sind, von den Gattern und von den ICs auf Ground gelegt. Gut, dann gucken wir uns das gleich mal mit dem Oszilloskop an. So, hier auf dem Oszilloskop sieht man zum einen hier die gelbe Linie vom Netzteil, also eine Halbsinus irgendwie. Und die blaue Linie in dem Fall ist jetzt das HCF 4093 von ST. Also hier ist das Schaltverhalten zu sehen. Und ich werde jetzt mal hier die beiden Cursor so weit stellen, dass man sieht, wo er hier schaltet. Also er schaltet jetzt hier in dem Fall
An dieser Stelle schaltet er aus auf Ground, auf Null. Und wenn ich jetzt hier den anderen Cursor mal mir angucke, dann schaltet er hier also ungefähr wieder ein. Hier. Und man sieht hier also die erste Spannung von dem ersten Cursor ist 2,96 Volt, von dem zweiten 4,48 ungefähr. Und das Delta V, die Hysterese, ist also 1,52 Volt. Ich werde jetzt mal den dritten Kanal einschalten. Da ist jetzt das HEF4093 von Philips angeschlossen. Man sieht hier, dass das Ausschalten hier praktisch genauso ist wie bei dem anderen IC davor. Aber man sieht hier, das Einschalten ist anders. Also hier, wo das auf High geht. Deswegen will ich mal den Cursor höher schieben, wo das genau ist. Also das ist jetzt ungefähr hier. Und wir haben jetzt also hier eine V1 von 3,44, eine V2 von 4,48 Volt und eine Hysterese, eine Schalthysterese von 1,04 Volt ungefähr. Und als letztes habe ich noch den HCF4093 von SGS. Und hier sieht man, hier ist es wieder etwas anders. Das Ausschalten, es scheint immer ziemlich genau an dieser gleichen Stelle hier zu sein. Während das Einschalten hier wieder etwas anders ist. Ich glaube, es sieht eher aus wie das bei dem ersten 4093. Ich gehe auch mal runter hier. Ja, ziemlich genau. Hier ist auch wieder V1 2,96, 4,48 Volt, 1,52 ist die Schalthysterese. Also man sieht, diese ICs sind unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Deswegen sollte man mit denen also keinen präzisen Taktgenerator oder sowas aufbauen. Man kann also nie sehen, wo hier die Schaltschwellen genau sind. Die sind sehr ungenau in dem Fall. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Frequenzen bzw. auch unterschiedliche Puls-Pausen-Verhältnisse. Und insofern sollte man bei Präzisionstaktgeneratoren Quarzoszillator nehmen. Das ist dann besser geeignet. Gut, das war es zum Thema Hysterese. Hier noch ein Hinweis: Hysterese, nicht Hysterie. Aber man kann manchmal hysterisch werden bei diesem Thema. Aber ich hoffe, es hat etwas gebracht. Tschüss.